Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, endlich ist es soweit. Endlich werden in Deutschland verbindliche Regelungen geschaffen, die nämlich die Lebensleistung von Menschen anerkennen. Das ist nämlich ein Kernthema dieses Gesetzes. Und ich scheine ja in irgendein Wespennest gestochen zu haben, dass die Linken gleich so anspringen. Fakt ist, dass die Bundesregierung unter Führung von CDU erstmalig in Deutschland Regelungen geschaffen hat, die diese Lebensleistung, die ich eben benannt habe, nämlich die Anerkennung dann der Berufsabschlüsse, verbindlich regelt. Und ich denke, das ist ein großer Erfolg, dass im September 2011 der Bundestag das beschlossen hat. Der Bundesrat hat dann im November 2011 eine entsprechende Beschlussfassung herbeigeführt, dass es jetzt zu den Umsetzungen auf Länderebene kommt. Und in den Bundestagsdebatten und in den Debatten dort im Bundesrat wurde explizit darauf hingewiesen, dass das in einem großen Konsens passiert ist, nämlich länderübergreifend, dass wir endlich dann zu diesen Regelungen kommen, die nämlich diese Lebensleistung anerkennen. Ich glaube, es ist auch sehr zieltreffend hier formuliert im vorliegenden Gesetzentwurf, nämlich Ziel dieses Gesetzes ist es, die wirtschaftliche Einbindung von Fachkräften mit Auslandsqualifikation maßgeblich zu verbessern und die Integration von im Land lebenden Migranten und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt zu fördern. Ich glaube, hier sind zwei Kernpunkte treffend formuliert. Auch wenn es Vorredner schon mal getan haben, will ich es auch noch mal tun, hier konkrete Zahlen zu nennen. Es sind nämlich 285.000 potenzielle Antragsteller, die in Frage kommen, die nämlich dann die Anerkennung der Berufsabschlüsse hier erhalten können. Und was auch sehr wesentlich ist, die Zahl wurde noch nicht genannt, es sind von diesen 285.000 16.000 auch schon, die einen Hochschulabschluss aufweisen. Insofern ist es natürlich eine interessante Perspektive, inwieweit wir dann diese Arbeitskräfte auch fachgerecht in unseren Arbeitsmarkt einbinden können. Und ich will auch noch zwei weitere Zahlen nennen, nämlich dass der Gesetzentwurf, der auf Bundesebene hier die Rahmenrichtlinien geschaffen hat, insgesamt ca. 350 Ausbildungsberufe und 60 bundesgesetzliche geregelte Berufe erfasst und was sehr wesentlich ist, insbesondere Heil- und Rechtsberufe. Also auch der Bereich der Pflege, wo wir ja nun alle wissen, dass wir dort einen entsprechenden Fachkräftebedarf haben, wird dann hiermit erfasst. Die zwei wesentlichen Punkte nochmal. Wir schaffen über solche gesetzlichen Regelungen eine entsprechende Integrations-, ja eine Willkommenskultur für ausländische Mitbürger. Und ein zweiter wesentlicher Punkt, auch das will ich nochmal deutlich sagen, der Fachkräftebedarf, der in Deutschland ansteht, der wird natürlich nicht nur durch diesen Bereich abgedeckt werden können, aber dieser Bereich, nämlich diese Anerkennung der Berufsabschlüsse, ob nun auf Facharbeiterebene oder auch entsprechende Diplomausbildung, kann natürlich einen Beitrag dazu leisten, den Fachkräftebedarf in Deutschland mit abzudecken. Ich ganz persönlich habe eine Lebenserfahrung vor 10, 15 Jahren gehabt als Berufsschullehrer. Ich habe unterrichtet im Sanitär-Heizungsbereich und zwar Umschüler und hatte dort sehr viele Bürger, also Russlanddeutsche, die hier in Deutschland eine neue oder ihre Heimat wieder gefunden haben. Und es hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, wenn ich dort Lehrer unterrichtet habe, die null Anerkennung hatten in ihrem Bereich hier in Deutschland und die sich jetzt dann umqualifiziert lassen haben zum Heizungsbauer. Damit will ich diesen Beruf nicht abwerten. Aber ich glaube, es ist richtig, dass wir uns in Deutschland mit diesem Thema und mit solchen Gesetzen befassen, dass es dann nämlich ermöglicht wird, entsprechende Abschlüsse dann auch in die Tat umzusetzen, dass sie in Deutschland ihre Anerkennung, wenn sie die entsprechende gleiche Qualität ausweisen, ihre Anerkennung erhalten. Ich hoffe, dass dieser Gesetzentwurf dann auch entsprechende Effekte hier für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach sich zieht, um die Ziele, die ich eben hier beschrieben habe, dann auch entsprechend zu erfüllen. Und ich wünsche uns dann konstruktive Diskussionen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens. Danke.